Hey zusammen, hier ist der Wiesent und heute zeige ich euch, wie man die Terrorblade, eines der stärksten Schwerter in Terraria, bekommt. Um sie zu craften, braucht man das wahre Excalibur und die wahre Nachtklinge, also die True Night's Edge, an einem Mithril oder Oreichalcum Amboss. Oreichalcum? Was? Oreichalcum. Egal. Konzentrieren wir uns als erstes auf die True Night's Edge. Für die wahre Nachtklinge brauchen wir als erstes die ganz normale Nachtklinge. Und dafür brauchen wir das Feuer-Großschwert, also das Fireway Greatsword, das Muramasa, die Grasklinge, also die Blade of Grass, und die Lightsbane bzw. den Blutschlechter, also Blood Butcherer. Je nachdem, ob ihr das Crimson oder das Verderben habt. Craften müsst ihr das alles an einen Crimson-Altar oder einen Dämonen-Altar. Wenn ihr das Crimson in eurer Welt habt, dann klickt rechts und ihr kommt zu der Stelle im Video, in der es um den Blutschlechter geht. Wenn ihr das Verderben in eurer Welt habt, klickt links und ihr kommt zu der Stelle im Video, in der es um das Lightsbane geht. Oder ihr klickt gar nichts und seht auch beides an. Für das Lightsbane müsst ihr das Auge von Cthulhu oder den Weltenfresser besiegen. Also entweder ein paar Linsen am Dämonenaltar zu einem verdächtig aussehenden Auge craften und das Auge von Cthulhu beschwören. Oder im Untergrund des Verderbens ein paar Schattenkugeln zerstören und den Weltenfresser beschwören. Nachdem ihr einen oder beide besiegt habt, erhaltet ihr ein paar Dämonenerze von ihnen gedroppt. Danach müsst ihr insgesamt 30 Dämonitenerze zu 10 Dämonitenbarren am Steinofen schmelzen. Aus denen könnt ihr im Amboss die Lightsbane craften. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann klickt hier. Ansonsten seht ihr, wie man den Blutschlechter macht, wenn man das Crimson in der Welt hat. Für den Blutschlechter müsst ihr das Auge von Cthulhu oder das Gehirn von Cthulhu besiegen. Also entweder ein paar Linsen am Crimson-Altar zu einem verdächtig aussehenden Auge craften und das Auge von Cthulhu beschwören, oder ein paar Crimson-Herzen im Crimson-Untergrund zerstören und das Gehirn von Cthulhu beschwören. Nachdem ihr einen oder beide besiegt habt, erhaltet ihr ein paar Crimtain-Erze. Danach müsst ihr insgesamt 30 Crimtain-Erze zu 10 Crimtain-Barren am Steinofen schmelzen. Aus denen könnt ihr im Amboss den Blutschlechter craften. Ich hoffe, man spricht das so aus, Crimtain? Keine Ahnung. Als nächstes brauchen wir das Muramasa. Wenn ihr Skeletron noch nicht besiegt habt, geht zu einem Greis, also dem Old Man, am Eingang des Verlieses, also der Dungeon, und redet ihn bei Nacht an. Sagt, ihr wollt seinen Fluch brechen. Danach spawnt Skeletron und, nachdem ihr ihn besiegt habt, könnt ihr das Verlies betreten. Im Verlies gibt es goldene Truhen, die ihr gegebenenfalls mit dem Schlüssel öffnen könnt. Die Schlüssel werden von Skeletten gedroppt. Mit etwas Glück findet ihr ein Muramasa in einer dieser goldenen Truhen. Als nächstes brauchen wir die Grasklinge. Dafür müsst ihr in den Untergrund des Dschungels gehen und Dschungelsporen sammeln. Ihr braucht 12 davon. Danach müsst ihr noch ein paar Hornissen bzw. stachelige Dschungelslimes töten, um 12 Stacheln zu bekommen. Jetzt könnt ihr die Grasklinge an einen Amboss craften. Als nächstes brauchen wir das Fiery Greatsword, also das Feuer-Großschwert. Hierfür müsst ihr in die Hölle gehen und dort Höllenstein abbauen. Um Höllenstein abbauen zu können, braucht ihr mindestens eine Todbringer-Spitzhacke oder eine Albtraum-Spitzhacke. Aber Achtung, es entsteht Lava, wenn man Höllenstein abbaut. Insgesamt braucht ihr 60 Höllenstein, die ihr zusammen mit 20 Obsidian an einer Höllenschmiede zu 20 Höllensteinbarren craften könnt. Obsidian entsteht, wenn Wasser und Lava zusammenfließen. Eine Höllenschmiede findet ihr in den Häusern der Hölle. Danach könnt ihr ein Fiery Greatsword an einen Amboss craften. So, mit all diesen Schwertern könnt ihr Night's Edge an einem Dämonenaltar oder einem Crimson-Altar craften. Für die nächsten Schritte muss eure Welt im Hard-Mode sein. Also einfach eine Guide-Voodoo-Puppe, die ihr von einem Voodoo-Dämon in der Hölle bekommt, in die Lava werfen, danach die aufwachende Fleischwand besiegen und boom, eure Welt ist im Hard-Mode. Als nächstes müsst ihr alle drei mechanischen Bosse besiegen. Die Zwillinge, den Zerstörer und den Skeleton Prime. Um den Zerstörer zu spawnen, braucht ihr einen mechanischen Wurm. Für den mechanischen Wurm braucht ihr 6 Seelen der Nacht, 6 Wirbel oder 6 verfaulte Fleischbrocken und 5 Eisenbarren. Um Skeleton Prime beschwören zu können, braucht ihr einen mechanischen Schädel. Und für den mechanischen Schädel braucht ihr 30 Knochen, 5 Eisenbarren, 3 Seelen des Lichts und 3 Seelen der Nacht. Um die Zwillinge zu beschwören, braucht ihr ein mechanisches Auge. Für das mechanische Auge braucht ihr 3 Linsen, 5 Eisenbarren und 6 Seelen des Lichts. Die Seele des Lichts könnt ihr im geheiligten Untergrund finden
wenn ihr dort Gegner besiegt, und die Seele der Nacht könnt ihr im verderbten Untergrund oder im Crimson Untergrund finden, wenn ihr dort auch Gegner besiegt. Die Wirbel findet ihr, wenn ihr im Crimson Gegner tötet. Und die verfolgten Fleischbrocken findet ihr, wenn ihr im Verderben Gegner tötet. Ihr müsst all diese Gegenstände an einem Orichalcum-Amboss oder an einem Mithril-Amboss craften. Nachdem ihr einen davon oder alle besiegt habt, bekommt ihr von ihnen heilige Barren gedroppt. Ihr braucht 12 davon, um an einem Mithril- oder Orichalcum-Amboss einen Excalibur zu craften. Für so einen Amboss müsst ihr mit dem Pwnhammer, den ihr von der Wall of Flesh gedroppt bekommen habt, ein paar Dämonenaltäre bzw. Crimson-Altäre zerstören und es werden neue Erze wie Kobalt oder Palladium, Mithril oder Orichalcum und Titan oder Adamantit spawnen. Baut zuerst 45 Kobalt ab oder 54 Palladium, schmelzt sie zu 15 Kobaltbarren oder zu 18 Palladiumbarren, baut auch daraus einen Kobalt- oder Palladiumbohrer, baut dann 40 Mithril oder 48 Orichalcum ab, schmelzt sie zu Barren und baut daraus einen neuen Amboss. Jetzt habt ihr das Excalibur und die Nachtklinge. Als nächstes müsst ihr daraus das wahre Excalibur und die wahre Nachtklinge machen. Dafür braucht ihr je ein Broken Hero Sword. Für die Broken Hero Sword müsst ihr auf eine Sonnenfinsternis warten, also eine Solar Eclipse. Eine Solar Eclipse hat eine 4%ige Chance pro Tag zu erscheinen. Also müsst ihr ziemlich lange warten, bis da so eine erscheint. Während einer Solar Eclipse spawnt, wenn ihr alle drei mechanischen Bosse besiegt habt, ein Motron. Oder Mothron, keine Ahnung wie man es ausspricht. Und der droppt zu 25% ein Broken Hero Sword bei seinem Tod. Nachdem ihr zwei Broken Hero Swords habt, könnt ihr sie jeweils mit dem Excalibur und dem Knight's Edge an einem Mithril oder Orichalcum Amboss zu einem True Knight's Edge oder einem True Excalibur craften. Dann könnt ihr aus den beiden die Terra Klinge craften. An den Konsolen und mobilen Versionen des Spiels sind alle Schritte gleich, nur dass Frankenstein und das Sumpfding das Broken Hero Sword droppen und nicht das Motron oder Mothron oder keine Ahnung. Und ihr braucht zum Craften der Terra Klinge auch noch ein Broken Hero Sword dazu, also insgesamt 3 Broken Hero Swords. Wow, ganz schön viel Arbeit, nicht wahr? Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt noch entspannen und unser Let's Play Terraria Together anschauen. Also es ist zwar gerade pausiert und das Gewinnspiel läuft auch nicht mehr, aber ihr könnt es auf jeden Fall anschauen, würde ich euch sehr empfehlen. Und wenn euer Gehirn noch nicht ganz geplatzt ist, dann könnt ihr auch die 5 Tipps und Tricks in Terraria, die ihr unbedingt wissen solltet, ansehen. Auch ziemlich interessant. Und ja, dann war es eigentlich das mit dem Video. Danke Leute fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.